So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Ich habe hier noch eine etwas ältere Wundertüte und zwar die Lego Nexonize Mega Pack Wundertüte Nummer 1 für 4,99 €. Drei Magazine, drei Extras. In diese Wundertüte ist ja das Extras Spielzeug und keine Figuren. Und ich habe ja schon einige davon angeboxt. Und ich bezahle ja auch keine 5 €. Ich versuche immer auf dem Wochenmarkt oder Flohmarkt die zu kriegen. Da bekommt ihr diese Tüte für 2,50 €. Aber das habe ich ja schon oft in meinen Videos erklärt. Diesmal habe ich auch wieder nur eine einzige Lego Nexonize Mega Pack Wundertüte. Und warum? Weil ich bin mehr der Lego Minifiguren Freund und nicht das Spielzeug. Das Spielzeug ist zwar nicht schlecht, es kommt immer darauf an, was es ist, wovon man mehr braucht. Aber von dieses eben nicht so der Freund, aber da es ja drei Magazine sind und drei Extras, ist auf jeden Fall eine limitierte Karte drin. Wenn die limitierte Karte noch, wenn er einen grünen Anzug hat, ist er knapp 7 € wert. Ist es eine andere? Natürlich viel mehr, aber es ist meistens die LE1. Und das will ich euch jetzt zeigen und mir selbst natürlich beweisen, dass ich wieder recht habe. Weil, wie gesagt, ich habe ja schon einiges an diese Wundertüten geöffnet. Das erste Magazin. Ah, die Spinne vielleicht. Jawohl, habe ich recht. Ist immer bis jetzt das Gleiche drin gewesen. Das war die Ausgabe Nummer 4 2016. Ja, lang, lang ist es her. Aber die Spinne, ich bin ja ehrlich, die kann ich so ein bisschen gebrauchen für meine Deko-Sachen. Aber eben, man hat sie, weil sie ist schon etwas älter. Natürlich die besten Lego-Tütchen aufmachen, zusammenbauen, reintun, zumachen. Das ist natürlich richtig cool. Und die Spinne, jetzt kann ich bald eine ganze Armee damit machen. Magazin Nummer 2 müsste die Bälleschalen sein. Und nein, ja, stimmt. Ja, das Auto, wo die Figur draufkommt. Das ist das Magazin Nummer 17 2017. Über ein Jahr später. Haben sie aber ganz schön lange aufbewahrt, die Tüten und die Magazine. Und ihr seht schon, das ist wieder eine Tüte, die ich nicht so mag. Aufschneiden muss man die und nicht mit Tesafilm zumachen. Aber da ist es eben schön, weil da diese Steine drin sind, blau, mit diesen Spitzen dran. Und die kriegt man teilweise selten. Mal gucken, ob ich sie hier euch zeigen kann. Ja, ihr seht es in groß. Seht ihr? Und dann hinten die blauen Blitze. Die kann man auch für Marvel-Figuren sehr gut verwenden. In der Hand als Blitze. Dafür sind die wirklich toll geeignet. Magazin Nummer 2. Jetzt wisst ihr, wo ich mein Spielzeug immer umwandle für was. Und jetzt kommt natürlich das dritte Magazin. Mit der limitierten Karte. Jawohl, es ist die LE1 in grün. 6 € wird die gehandelt. Ein altes Booster-Tütchen. Und das ist das Lego Nexo Knix Magazin Nummer 7 2016. Hui, das ist natürlich schon richtig alt. Aber wie gesagt, in diese Wundertüten ist immer das Gleiche drin. Wer meine Videos kennt, ich habe schon so viele Beweise gemacht, es ist wirklich ganz selten, wo ich Unrecht habe. Aber hier ist die Schale, ich habe jetzt vertan. Ist natürlich witzig, diese roten, flachen, glatten Dinger mit dem Druck drauf. Kann man natürlich auch als Deko irgendwo zumachen, wenn man was mit Lego baut. Mein Tipp. Aber hier mit dem Schweif und sowas alles. Und dann jetzt hier. Die Lego Nexonize
limitierte Karte LE1 der Serie 1. Wird jetzt so gehandelt, wenn sie in einem Top-Zustand ist, ist er ja jetzt dies auch nicht verknickt, zerkratzt oder sonst was. Ah, wenn ich Glück habe, 4 Euro habe ich eh meine Wundertüten wieder raus, aber ich sammle ja die limitierten Karten erstmal immer. Ich warte noch ein paar Jährchen ab, dann werden sie ja mehr hochwertiger. Oder ich tausche gegen was anderes ein. Dann natürlich ein Booster-Tütchen der Serie 1. Können wir natürlich mal reinschauen, ob ich da jetzt vielleicht noch eine Ultra drin habe. Ne, schade. Ein Glitzer, keine Ultra. Aber wie gesagt, wer die Serie noch sammelt und die limitierte Karte LE1 braucht, ihr wisst, wo ihr sie findet. In der Wundertüte. Lego Nexo Nice Mega Pack Nummer 1. Mit sehr viel Spielzeug. Limitierte Karte. Alles andere. Nee. Das reicht mir schon. Das ist okay. Deko-Zwecken. Aber die Spinne, eine Armee von machen und hier mit den Marvel-Figuren was umbauen. Ist immer das Ganze, wie gesagt, auf dem Wochenmarkt, Flohmarkt, seine Tüte für 2,50 Euro. In Handel für 5 Euro. Top. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Ob ihr euch günstiger die Wundertüten auch neuerdings kauft, wenn ich euch Tipps gebe, oder in die Geschäfte. Ganz egal was, ihr könnt ihr und hier sollt ihr. Alles über, ich sag mal, über die Wundertüten, die ich sowieso immer aufmache, kommentieren und schreiben. Und natürlich, wenn ihr euch die gegönnt habt, habt ihr was anderes drin hattet. Weil ihr habt jetzt mehrere Videos davon bei mir schon gesehen und es war wirklich immer das Gleiche. Aber nichtsdestotrotz war es das mal wieder und sage ich deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.